Wir alle lieben doch Games und Konsolen, aber wo kriegen wir die her? Die neuen natürlich aus den Fachmärkten, Elektronikketten oder Amazon. Aber die älteren? Wenn man mal eine Retro-Konsole will, ein Spiel, was es nicht mehr gibt oder irgendwas anderes? Es ist immer ein Abenteuer, auf eBay oder eBay-Kleinanzeigen zu gucken. Und das machen wir einfach mal zusammen. Ich habe mir demnächst auch die Frage gestellt, ne? Gibt's eine neue Wii U? Also, klingt wie so eine blöde Frage, dann hatte ich dem letzten Video, aber kann man eine Wii U noch neu erwerben? Irgendwo ein Restposten? In irgendeinem Hinterwäldler-Fachmarkt, Herr Müller, gibt es bestimmt noch eine Wii U. Ich glaube, wir fangen erstmal an bei eBay-Kleinanzeigen. Die privaten Leute. Ich find eBay und eBay-Kleinanzeigen eine feine Sache. Ich biete da selbst nichts an, ich kaufe da auch nicht viel, aber was suche ich denn jetzt? Was suchen wir eigentlich? Nintendo. Ja. Ich gebe mal keinen Ort ein, dann ist doch deutschlandweit. Kann das sein? 200.000 Aufrufe für Nintendo. Herford, PlayStation 4 Reparatur. Aha. Ah, diese Cases. Was ist das denn cooles, Alter? Schmeiß mal an jetzt. Hat einer N64 Cases gebastelt. Was auch cool ist, ist Etsy. Aber da will ich euch keinen Appetit machen. 7 Euro für einen Gameboy-Player. Soll ich es ein bisschen größer machen? Die Werbung links und rechts brauchen wir doch nicht zwingend, wa? Gucken wir erstmal hier die Sachen. Ein Gamecube mit 5 Spielen, alle Kabel. Das werden wir überprüfen. Luigi's Mansion 35 Euro. Super Nintendo? 50 Euro? Mal gucken. Starwing 80 Euro. Nintendo-Spiele Kellerfund. Das hört sich gut an. Ob der hier weiß, was er macht? Amiibo-Sets, Mond FSK 0. Ja. Willst du nicht verwechseln mit der 18-Jahre-Variante von Pokémon? Ne? Also weißt Bescheid. Das ist leider nur das für Kinder, die Variante. Super Nintendo-Anleitungen kosten so viel wie bei manchen eine Konsole. Da wollen wir auch mal spicken. Tropico 6, nur ein Modul oder was? Sowas hasse ich ja. Sowas hasse ich ja. Nintendo Switch mit 12 Spiele. Oh, dann gucken wir mal, ob das taugt. Sehr selten. NES Originalkonsole original verpackt. Das sieht aber... Ich öffne schon mal die Tabs und dann gehen wir es gleich durch, ne? Restgarantie. 300. Ich wollte schon fast sagen, ist fair. Kommt drauf an, ne? Wie gut erhalten. Hier ist auch FSK 0. Schade, ne? Ihr habt 18 Variante, hätte ich genommen. Was? Oh, ey, ein guter Tipp, ne? In den Mediamärkten und so weiter stehen die auch für 60, 70, 100 Euro. Was ungewöhnlich ist für solche Märkte. 10 Euro, ein guter Preis, muss ich einfach mal sagen. Super Nintendo mit Zubehör, sowas interessiert mich. Früher bin ich immer gerne über Flohmärkte gelaufen. Heutzutage gibt es auf Flohmärkten nichts anderes mehr als... Ich weiß auch nicht. Lumpen, ne? Gut, gehen wir das erstmal durch, was wir hier geöffnet haben. Ja, schützt euch vor Betrug, meine Freunde. Ist so. Diese Cases sind eine coole Idee. Kannst du die N64-Spiele so reinstellen ins Regal, wie als wären es andere. Das ist interessant. Richtig mit Beschreibung. Das ist cool. Wenn ihr sowas interessant findet, geht mal auf Etsy. Da gibt es sehr viele solche verrückten Sachen. Aber darum sollte es jetzt gerade nicht gehen. Taugt das hier? 100 Euro? Das ist jetzt wieder, bin ich von eBay-Kleinanzeigen auf eBay gelandet. Macht ja nichts. Ja, die Spiele zweitklassig. Der Cube sieht gut aus, 100 Euro. Für heutzutage? Legitimer Preis, hätte ich gesagt. Ne? War mal weniger wert, aber hier richtig ein Super Nintendo mit... Das Pack mit Yoshis Einheit für wie viel? 50?! Nur per Abholung. Also was ist das hier? 7 Euro für alle Super Nintendo-Spiele. Klasse. Ich öffne und öffne, öffne. So bin ich manchmal. Stunt Race ist übrigens ein Spiel von Miyamoto. Das kam aber nicht so großartig an und wird verspielt. Das sieht gut aus. Also, wenn ihr das Video seht, ist es schon weg, ne? Weil das. Alter, das sieht wirklich gut aus. Nicht vergilbt oder so. Gut erhalten.
Da ist halt nur Stunt Race drin, deswegen macht er den Preis so niedrig, da hat er gar keine Ahnung. Das ist das Gute, wenn die Leute keine Ahnung haben. Ich meine, ich habe auch keine Ahnung. Reiß die Klappe auf. Interessant. Jo, also... Stark. Stark, so amerikanische Module mit dabei. Was ist denn noch da? Nix mehr. Mario Paint. Wie viel kostet Mario Paint? 15 Euro pro Stück. Sind gesäubert in gutem Zustand. Ja, mäßig. Ja gut, die besten Spiele haben sie schon rausgepickt, ne? Da sind wir uns einig. Sieht interessant aus. Alter, was ist das denn? Das sind diese nachgemachten Nintendo Minis? Lockt natürlich so eine Anzeige. Hier zum Beispiel ein Super Nintendo. Wie viel kostet das? 150? Gut, da sind noch mehr Spiele dabei, aber das Super Nintendo ist vergilbt wie Sau. Da kann man aber auch nichts machen, ne? Da denkt man auch Raucherhaushalt oder so. Manchmal haben die besseres, manchmal billigeres Plastik genommen. Und ihr kennt das vielleicht selbst. Ich habe auch zwei Super Nintendo. Bei einem ist es halb vergilbt. Ja, da denke ich mir also, warum? Oh, TMNT Badge, stark. Spiele jetzt nicht die großen Kracher. Zweimal dasselbe Drop Zone. Ja, mit dem vergibten Super Nintendo, würde ich sagen, ein bisschen zu hoch angesetzt den Preis. Es sind ein paar Spiele dabei, aber die Spiele taugen auch nichts, ne? Sind wir mal ehrlich. Kellerfund, 60 Euro. Und das Super Nintendo, ne? Kellerfund, zumindest die Oberseite, sieht gut aus. Asterix, taugbare Spiele. Das ist auch ein fairer Preis. Das ist ein fairer Preis. So. Na, hier sind die NES-Controller ein bisschen vergilbt. Aber Mario 1, 2, 3. Mit Kabel, Netzteile. Also es funktioniert. Eigentlich ist der Preis okay. Ja, doch, ist okay. Guck mal hier ganz kurz auf die Wii, wenn wir schon Funky Kong hören. Das war der Soundtrack. Das ist diese Wii, die auf der Seite steht. Das ist auch eine neuere Revision gewesen. Ist die neu? Ne, gebraucht. Ja, eine Wii kriegst du hinterher geschmissen. Jeder hat in seinem Dachboden noch eine Wii. Oder in der Vitrine, je nachdem, was für eine Art Mensch man ist. Ja, der will auch 100 Euro für sein Super Nintendo. Auch vergilbt wie Hölle. Spiele teils abgerissen. Ich kann nicht mehr erkennen, was in der Mitte ist. Super Soccer in der Mitte. Pinocchio. Und die Schlümpfe, ne? Das steht sogar auf Französisch drauf. Das ist Schrumps. Und zweimal Mario Paint. Das ist einfach irgendeiner, der ein bisschen angefangen hat zu sammeln und wird es doch wieder loswerden. Ich hoffe. Naja. Irgendwas stimmt doch mit dem Controller nicht. Muss vom Blitz kommen, dass die Tasten so ein bisschen komisch ausschauen. Nintendo Switch mit 12 Spiele. Wie viel? Ja, kein Preis, kein Preis. Der will erstmal hören. Was hier gut ist, sind die Pro-Controller. Die kosten ja auch das Stück 70 Tacken. Oha. Da sind gute Sachen dabei. Schlechte Bildqualität, aber Zelda, Rayman, Captain Toad, Odyssey, Pikmin Deluxe, Mario U Deluxe. Was ist das hier? So, wir haben Kart Deluxe und Bowser's Fury brandneu. Ich weiß gar nicht, warum er das jetzt verkaufen will. Eine gute Sammlung. Das sind so Leute, die sagen, okay, es kommt nichts mehr für die Switch raus, jetzt muss ich's loswerden. Das interessiert mich, Alter. NES, 1100 Tacken. Es ist schon sehr faszinierend. Die Qualität, also dass die Kartons vorhanden sind und die Spielanleitung ist schon mal top. Die Kartons könnten ein bisschen besser sein, aber gut, ist ja auch steinalt. Ne, über 30 Jahre alt, der Schinken. Auch Originalverpackung, oh, stark. Es sieht wirklich gut aus. Ist auch nicht vergilbt. Wobei das beim Super Nintendo häufiger aufgetreten ist als beim NES, aber nichtsdestotrotz. Seltene NES-Spiele, das würde ich jetzt nicht sagen. Das ist so ein Ding. Es geht mir mehr um die Originalverpackung, ne? Das kannst du dir zulegen.
einsperren und in 20, 30 Jahren kriegst du ein Vermögen dafür. Bei sowas? Geduld. Das wird immer wertvoller, die alten Konsolen. Wii abwärts. Die Wii selbst ist noch ein bisschen schwierig, weil die noch zu neu ist und jeder hat die. Ja, das sind so viele Spiele. Pokémon ist oft viel wert, ne? Wie viel willst du? 60 Euro? Nee, ach Quatsch. Nur Modul vor allen Dingen. Geh nach Hause. Wie gesagt, das ist ein guter Preis. Für den 3DS auch spielbar. Ist korrekt. Ich habe kurz überlegt. Super Nintendo mit Zubehör. Kleineres Bild konntest du auch nicht machen. Super Kick-Off. Aha. Mario World, Yoshi. Nee, das sind Schlümpfe. Mario Kart, Zelda, Mario Paint. Warum hat jeder Mario Paint? Früher, jeder hatte irgendwie Mario Paint und keiner konnte spielen, weil keiner die SNES-Maus hatte. Und deswegen hat sich hier... Oh, aber der hat die SNES-Maus. Aber vergilbt wie Hölle, die würde ich nicht anfassen wollen. Aus Osnabrück. Haben wir den Volo enttarnt? Dazu kommen 16 Spiele, bei Interesse gerne melden. Mit Super Mario Kart sind dann wieder Experten am Werk. Weißt du, manchmal kriegst du auch gute Preise, wenn du was falsch schreibst. Aber wie kann man Wii falsch schreiben? Oder Nintendo. Gut, wir gehen jetzt mal auf Wii und die ganzen unwissenden Leute bloßstellen. Nee, Spaß. Ist nicht die Intention, aber... Dann müssen wir den Tabs durch, die ich geöffnet habe. Wird nur zusammen verkauft. Da wollen wir doch mal gucken, ne? Vielleicht sind auch eure Angebote dabei. Wer weiß das schon? Auf der Suche nach alten Stuff. Ja, ist sehr langweilig. Ich dachte, du hast den Stuff. Wie im guten Zustand. Spielesammlungen gucke ich mal hier. Das sieht gut erhalten aus, ist aber auch nicht ein echtes Bild. Wie Spiele und Zubehör. Das, ich sehe schon, das ist alles nur Schrottgames. Tut mir leid. Zwei Controller, fünf Spiele. Nicht, dass ich kaufen würde. Ich gucke nur manchmal zum Spaß und bin am Fachsimpeln, ne? Ja, wie gesagt, gebrauchte Wii U kriege ich zu auf. Ne? Neuwertige wollte ich. Das ist ein okayer Preis, denke ich mal. Ja, kauf meine alte Wii, da ich mir jetzt, wahrscheinlich jetzt, die Wii U gekauft habe. Bist ja richtig in 2012 angekommen, ne? Aus Versehen draufgeklickt. Beat the Beat Spiel. Ach so, Risen Paradise ist das, Mann. Kannst du keine 15 Euro für Risen Paradise verlangen? Darf ich ganz kurz mal was zeigen? Und ja, ich bin vorsichtig in Inkognito-Modus. Man weiß ja nie. Hier. Ich gebe euch einen haarscharfen Tipp. Ja. 3DS-Spiele sind spottbillig und die sind noch vorhanden. Na gut, so billig ist es jetzt nicht. Donkey Kong Country Returns, 19 Euro. Das ist aber nicht gebraucht, ne? Das ist neu. Das muss neu sein, glaube ich. Pokémon halt wie immer nicht. Aber ich hoffe, es ist noch nicht vorbei, aber... Es gibt halt wirklich einige... Müsst ihr euch mal ein bisschen umgucken. Ah, nicht mehr verfügbar. Ach, der 3DS. Okay, Watch 1 gibt's halt... Was? War mal verfügbar irgendwie für 2-3 Euro auf Amazon neu, Yo-Kai Watch. Da haben sie wohl alle zugeschlagen. Chance vertan, Freunde. Chance vertan. Wie Konsole mit vielen Spielen. 60 Euro für den, für das Gerümpel. Wir gucken. Da werde ich mal fachmännig untersuchen. Die Bilder immer kleiner werden. Aber sieht normal erhalten aus, muss ich sagen. Wir haben Wii Fit, wir haben Mario Kart, Medal of Honor, Michael Jackson, Wii Music. Wie viel? 60? 160? 60 Euro geht doch. Weil es ist ganz gut erhalten. Die Spiele sind halt nichts, aber ansonsten... Also, das könnte man sich echt überlegen. An- und Verkauf. Das ist echt eine Sparte. Die würde mir liegen, glaube ich.
Wii, 2 Controller, 5 Spiele. Das zählt nicht. Ohne Verpackung kannst du in den Müll schmeißen, echt. Guck mal, die kostet jetzt auch 60? Oh, schwierige Entscheidung, ne? Vor allem, wer stellt die Wii so hin? Naja. Der Preis ist wohl irgendwo korrekt. Lenkrad? Nein, danke. Wer macht denn das direkt so, sein Auswendiger? Außerdem hasse ich sowas. Du willst sehen, wie es aussieht. Wer, was, wo kommt das her? Wunschkonfiguration. Dann sind das Leute, die... Alter, der Soundtrack geht mir richtig auf die Eier jetzt. Mach ich aber weiter. Das ist irgendwie so ein 30-Minuten-Remix. 29 Spiele für 160 Tacken? Das ist zu viel, mein Freund. Das kannst du nicht machen. Beim Disney Mickey Epic sehe ich direkt. Ich sehe Far Cry, Ice Age 3, GoldenEye, Prince of Persia, One Piece, Star Wars, Resident Evil Chronicles, Resident Evil Zero, Lego Batman. Du, mein Freund, da ist kein Kracher dabei. Endless Ocean, das sind alles zweit- und drittklassige Spiele. Vielleicht sind noch viertklassiger dabei. Aber 160? Ne. Was wäre ein angemessener Preis, frag ich mal so. 29 Spiele. Na gut, jedes Spiel nur 5 Euro so. Aber das ist halt, du kannst halt, wenn du irgendwas zum Beispiel mit Resident Evil was anfangen kannst, dann kannst du mit den anderen nichts anfangen. Das ist ein schlechtes Gesamtpaket. Ne? Also entweder verkaufst du einzeln oder du machst halt für, keine Ahnung, 4 Euro das Stück. Dann, wie? 2 Controller? Schlecht. Ihr habt eben die Vergleichswerte gesehen, ne? Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Oder Angebot bestimmt die Nachfrage? Nicht ganz. Auf Wunsch Wii Sports dazu nochmal für 10 Euro und Versandkosten. Wir haben jetzt andere für 60 gesehen, wo es 5 Spiele dazu gab. Aber jetzt ohne Spiele, noch teurer. Irgendjemand wird es mir abkaufen, ne? Sind wir uns einig? Gut, Wii ist jetzt doch nicht so spannend. Aber gucken wir nochmal mit der Switch. Switch! Original Game Boys. Früher haben man auch, ne, als mit DS anfing, haben die alle zu DS Game Boy gesagt. Aber aus dem Alter sind wir jetzt auch raus. Heute sagt man einfach zu allen Wii. Super Mario 3D Switch, neu und original verpackt. Wenn es original verpackt ist, ist okay. Warum verkaufen die das alle? Neuwertig. Neuwertig könnt ihr an der Pfeife rauchen. Ja, Mario Kart Live habe ich auch ausprobiert. Ich sag mal, das ist nichts, was du immer spielst, ne? Da guckst du einmal so, ach, wie lustig das funktioniert. Und dann war es das. Muss ich mal gerade hinsetzen, ja, da wird so nichts. Origami King. Super Mario oder Origami King. Ach ja, Leute. Mama, verkauf mal mein Spiel. Ich will eine PlayStation 5 haben. Labo kostet nichts, ja. Das ist mir klar. Wisst ihr, was ich immer am gucken bin? Nintendo 64? Ich weiß auch nicht. Controller. Ne? Ich habe ja auch mal einen Restbestand irgendwo gefunden, einen original verpackten N64-Controller und habe mich gefreut des Lebens über den Control-Stick, der beim N64 ja schnell ausgeleiert ist. Ich habe auch schon vor Ewigkeiten wohlgemerkt, alter, schöne Sammlung, habe ja, so vollgeklebtes, ja gut, hatte ich auch, ne, habe ich wieder abgemacht. Habe ich auch vollgeklebt, ich weiß nicht, mit Castlevania, besser abgemacht als er. Bist ein Held, wirklich. Du musst die erstmal pflegen. Da musst du halt ran mit Benzin. Na? Damit das richtig abgeht. Du kannst keine 350 Euro für... Obwohl. Kannst halt runterhandeln. Und kannst dann hinterher die kaufen und selbst die Sticker abmachen und teurer verkaufen.
Die Frage ist, was gibt's dabei? Controller, die Müll sind, Transferpack 2 Stück? Jumper Pack, okay, diesbezüglich kennt er sich aus. Und 18 Spiele, wo sind denn die 18 Spiele? Es gibt noch mehr. Oh. Ich wollte gerade gucken, der Track ist auf dem Control-Stick drauf, ne? Ich weiß nicht, bin ich da eigen? Ach, da stehen Namen drauf. Alles abgekauft. Spiele sind gut. Top-Spiele. Banjo-Tooie ist sehr teuer. Mario Golf ist nicht billig. Donkey Kong ist sehr teuer. Blast Corps, großes Kino, Pokémon ist immer teuer. Spiele sind erst- und zweitklassig. Also eher für die Spiele. Ja. Wie gesagt, den könnte man runterhandeln und sagen, guck mal, wie das aussieht. Ja, da kriegst du eh nichts für. Guck doch mal im Vergleich. Und dann machst du es einfach selbst ab zu Hause, wenn du es gekauft hast. Controller, die können auch nichts taugen, glaube ich. Wobei die halt nicht grau sind. Ne? Ein N64-Controller grau sind, hat er verloren. Wir gucken mal. Eigener Mario Rot? Was soll das denn? Perfect Dark? Einfach so die Controller. Pikachu Edition sieht aber auch nicht mehr so gut aus. Guck mal, der! 35 Euro. Der andere will eine Null mehr. Warum? Ja, sieht man, dass der benutzt ist. Der auch. Rumble Pack nicht benutzt. Finde ich typisch. Das ist fair. Obwohl, da ist nichts dabei. Leider habe ich weder das Netzteil noch das Kabel zum TV. Hm. Er sagt, er weiß nicht, ob die noch geht. Verkauft sie deswegen als defekt. Kann man machen, wenn man weiß, dass sie defekt ist. Kann sich damit absichern, ich verkaufe sie als defekt. Aufpassen, ne? Ist dein gedruckte. Wobei ich jetzt tippen würde, dass der die wirklich einfach... Der hat keine Kabel mehr. Da kannst du aber nichts für verlangen. Das habe ich mir noch. So, lade doch mal. Holy Magic Century. Expansion Pack. Oh lol. Aber es ist nur das TV-Kabel. Ist es vielleicht sogar derselbe? Das wäre voll lustig. Moment, Flörsheim-Dalsheim. Haken Oberbayern. Das wäre lustig gewesen. Weißt du? Ja. Ich konnte die nicht testen. Er verkauft die Controller. Speichermodul, ist okay. Das ist nicht so häufig. So, jetzt gehe ich mal was anderes. Pass mal auf. Jetzt werde ich wild. N64 neu. Darauf bin ich eben gekommen. Mit diesem Punkt. Wie neu? Also neu und wie neu, ne, sind zwei Paar Schuhe. Neuwertig. Also wisst ihr, was diese Begriffe wie neu und neuwertig für mich heißen? Weißt du, was die mir sagen? Nicht neu. Alt. Verbraucht. Geh weg. Boah, da bin ich dabei. Das ist, was ich suche. Oh, Maschallah. Die VHS-Kassette. 64 GB. Mit OG. Ja, guck mal, da sind wir schon wieder. Wie neu? Also, wie neu heißt nicht neu. Ganz einfach. Oh, Maschallah. Ja, Memo. Entschuldigung, da bin ich aber wirklich... Und hier ist das Netzteil aus Pritzwalk. Also kannst du schon dein N64 zusammenstellen, ganz einfach. Netzteil, TV-Kabel und die nackte Konsole. Geht alles. Mir geht's um die Controller. N64-Kinder werden sich erinnern. In Blau, nagelneu. Soll ich euch sagen? Oh, hier richtig. Bewertet von der VGA. VGA soll sich mal breiter aufstellen. Wie neu, ne? Ja, stark, ne? Nagelneu! Das ist, ne, ist es nicht, was du suchst, Markus? Neuer N64-Controller? Am besten, wo kein Nintendo hier oben drin steht, ne? Dann sieht man immer, dass es gefaked ist.
oder nachgebaut. Es gibt ja gute Nachgebaute, ne? Keine Frage. Aber immer aufpassen. Die Leute, die auf der Jagd sind nach Leuten, die drauf reinfallen. Neuwertig. Also nicht neu aufgemacht. Hier, Controller, Gamepad, verschiedene Farben, neu. Ja gut, das ist offensichtlich, dass die nachgebaut sind. Ich habe mir halt schon vor gut 10 Jahren oder vor über 10 Jahren, vor meiner Let's Player-Zeit. Was? Der, hier, guck mal. Controller driftet. Heute ist es Controller Drift. Spiel, neues Netzteil. Wie auch immer, der will 80 Euro dafür, ne? Weil bei anderen halt nicht weiß, weil er sagt, vielleicht für vielleicht ist es angeschlagen. Unbespielt. Ja, also das Wort neu gefällt mir. Wir gucken jetzt mal drüber, was ich so geöffnet habe. Zweimal pro Stunde wird's aufgehoben. Das sieht aber richtig gut aus. Holla, die Waldfee. Also, man muss immer drauf achten, die Ecken, ne? Sieht man, dass es nicht nachgestellt ist? Das ist richtig gut. Hier macht er extra mit seiner PlayStation und Wii-Sammlung, ne? Mit seinem Druckschindel. Alter Schwede. Ja, okay, ne? Das zeigt er als Makel, aber das sieht schon richtig gut aus. Oh, Erinnerungen. Oh, 1997, 98. Markus öffnet seine Nintendo 64. Und schmeißt die ganze Verpackung weg. Ist so, ne? Alles im Müll damit. Komm, ich komme im gelben Sack, sagt die Mutter. Ach ja. Und manche waren halt schlau, ne? Also ganz ehrlich, ich würde hier VG, ich würde das bewerten lassen. An dem seiner Stelle. 7500. Boah, aber er hat es eben aufgemacht, ne? Das muss man auch sagen. Für die Bilder hat das aufgemacht. Also 7000 ist es wohl nicht wert. Nee. Aber 1000 mindestens locker. So, dann haben wir das hier im Vergleich, ne? Der Karton ist auch original, das glaube ich. Guck, und da fehlen auch die gelben Sackabfälle. Der sagt aber auch nichts, ne? Gebraucht. Zubehör gut erhalten. Da kann es auch sein, dass der Controller ausgeleiert ist. Wobei, bei ganz ausgeleierten Controllern, da hängt er schon ein bisschen nach unten. Also, der ist nicht fatal. Ist interessant. The New Dimension of Fun. 550. Zustand wie neu. Lass mal sehen. Das ist fake. Also, wir haben eben gesehen, wie die Originalverpackung ausschaut. Und er hat das einfach wieder reingemacht, damit es noch neuer aussieht. Ne? Wie neu, ja. Wie neu heißt nicht neu. Okay, das ist... Okay, vielleicht irre ich mich. Das ist auf jeden Fall die Original. Sieht so aus. Also ich sag mal... gar nicht schlecht. Nie bespielt... Nie bespielt worden. Aha. Guck mal, im Vergleich jetzt. Die Musik ist auch so spannend. Aber hier siehst du, dass der Controller, ebenso wie das Nintendo 64, das ist ein bisschen geschummelt so. N64 hat hier noch die Original, die Konsole selbst. Ist in diesem rötlichen Ding. Und der Controller nicht. Also erzähl mir nichts vom Pferd, Junge. Die Kabel sowieso nicht. Nie bespielt worden. Warum ist das Kabel dann auseinander? Da wird ein bisschen geschönigt, muss ich sagen. Aber der Preis ist vielleicht trotzdem okay. Ne, das will ich jetzt gar nicht sagen. Wenn der andere 7500 verlangt, trotzdem hat er noch ein bisschen schön geredet, ne? Sei ihm gegönnt. Das finde ich interessant. Ach hier, da wisst ihr diese Zeiten, als D-Mark und Euro dran standen. Vor und nach dem Wechsel. Oh,
ich habe ja den Controller, ne? Ich habe mir diesen Controller einzeln gekauft. Das ist mein bester bis heute. Aber die Konsole nicht. Also die Konsole habe ich noch natürlich in... Oh, ist die schön. Aber wenn ich noch weiter warte, weil ich kann nicht in irgendwie in 10 Jahren hingehen und mir den Stuff kaufen. Krieg ich nie wieder. Hier sieht man aber einen Controller, der ist hart benutzt, wenn dieser Staub da drin ist und so. Ich bin kein Nerd, ich habe einfach die Zeit mitgemacht. Normal erhalten. Guck mal, mit was wurde geworben? Pokémon, Majora's Mask, Mario Party 2, Tennis, Ocarina of Time, Banjo, Donkey Kong, Mario Kart, Smash und Perfect Dark. 379. Guter Zustand. Das ist okay, das ist gut. Kann man natürlich nicht sagen, wie gut der... Ja, nee, das ist okay, weil er ja sagt, guter Zustand, gebraucht. Da steht aber nichts von neu oder neuwertig oder nie bespielt. Unbespielt, jetzt werden wir... Ja, komm, dann sind wir wieder in der Richtung. Echte Bilder, die Bilder sind zum Teil... Okay, wir gucken mal. Das ist real. Alter Schwede, das ist wirklich wahnsinnig. Ist auch diese rote Folie drauf. Kann man diese rote Folie einzeln kaufen und zum Schummeln? Pack's doch nicht aus, Junge! Aber sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Hatte ich halt nicht, weil ich hatte schon eins. Das ist ein normales Jumper-Pack drin. Er packt alles aus, Junge! Das würde ich denn nicht... Steht wie eine Eins, ne? Also den zwar ausgepackt, aber der... Oh, ich Bock, ne? Meinen N64 an den Fernseher anzuschließen. Da zeigt auch, dass so ein kleiner Kratzer drin ist. Das ist halt fair. Das ist ein fairer Angebot. Ganzen Anleitungsshit, den keiner will. Was kostet der Schinken? Ja, 2500. Ist der Preis gerechtfertigt? Wahrscheinlich. Die Pikachu Edition ist nochmal seltener. Ist wirklich gut erhalten. Er hätte sie nicht rausnehmen sollen. Aber das zeigt, wie gut das Ding wirklich ausschaut. Originale Tütchen. Ja. Gut, man will sowas natürlich auch nicht einfach, ne, für 500 hergeben. Deswegen, irgendwann bietet einer vermutlich den Preis. Unbespielt. Oh ja. Oh ja. Wisst ihr, für mich wäre sowas interessant. Nee, ein bisschen zu hoch, mein Freund. Ist zu hoch. Unbespielt in Ehren. Wenn du den Preis willst, musst du noch warten. Wie gesagt, Pikachu Edition ist seltener als die Originale. Aber stark. Wie gut ist der Karton erhalten? Bisschen sieht man da. Nee, 3000 ist ein bisschen hoch. 1,5. Schon das Lager des Schwiegervaters, der seine Elektronik dann vor kurzem geschlossen hat. Oh, stark. Da rufe ich mal an, ne? Was habt ihr noch so? Das Ding ist, man kann nicht nach SNES suchen. Das wissen die meisten nicht. Super Nintendo neu. Das ist spannend, ey. Finde das spannend. Finde ich auch spannend? Wahrscheinlich nicht. Amiibo können wir natürlich auch nochmal gucken, was Amiibo bringen, aber werden wir heute nicht tun, auf jeden Fall. Die Hefte sind auch eine nice Sache. Irgendwann hatte ich mir die Komplettlösungshefte nachgekauft, so ein paar hübsche. Latest Release F-Zero Pack. Ja, werden wir mal einen Blick drauf werfen. Ja, und nie die Mini-Varianten verwechseln, die sind natürlich jetzt nicht ansatzweise was wert. Das 199 für ein originales SNES? Aber nicht, das ist halt Originalverpackung. Boah, was ist das hier? 22.000, übertreibt man ein bisschen? Come in and find out. 1.200 dafür. Ich sehe, der Karton ist ein bisschen kratzi. Also wenn du es selbst reinpackst, heißt es nicht unbedingt, dass es wertvoller wird.
nicht in Verpackung, also nicht in Folien. Gebrauchter Zustand, weiß ich nicht, warum du 1200 verlangst. Also Originalverpackung in Ehren. UK-Version selten. Gut, damit bin ich nicht vertraut. Ich würde jetzt aber trotzdem tippen, das ist zu hoch gepokert, mein Freund. Ist auch nicht viel dabei, ne? Einige hundert gibt's locker. Und da haben wir im Vergleich das, ne? Gut. Karton im Eimer. Realistic. Flog immer quer durch den Dachboden. Aber sieht gut aus. Nicht vergilbt, alle Dude. Ohne Software, naja, gut. Ich habe ja noch ein paar Super Nintendo, wie gesagt, dastehen. Ne? Das ist für mich unrelevant. Hier, das interessiert. Was? 22.000? Hast du Probleme irgendwie? Für was? Okay, der hat das schätzen lassen. VGA, ne? 1996. Aha, aha. Es ist halt Super Mario Kart, was 92 rauskam, aber die Nintendo Classics Version. Das gab es halt auch damals schon, dass die nach einer Zeit billiger wurden. Ja, haben wir verstanden. Geht's denn nur darum? Cool. Oh, Paradise. Oh, mein Keller. Haben die meinen Keller fotografiert? Das liebe ich ja, ne? Also den ganzen Schinken. Ich kenne auch so einen Elektronikladen. Da habe ich mal ein Praktikum gemacht. Und da hatte auch diese Schränke. Der hat inzwischen zu. Den gibt's nicht mehr. Ich mal fragen kann, ob ich diese Schränke haben kann. Der hatte da NES-Spiele bis in die Puppen stehen. Aber ich kam mir schon mal blöd vor, als ich mal reingegangen bin nach Jahren, hab gesagt, ob sie noch einen Dreamcast da haben. Ich hätte noch eine Wii. Also sowas sieht richtig lit aus. Diese Schränke kriegst du auch nicht. Jetzt hat er einfach nur am Flexen, weißt du, mitten in seinem Angebot den Flex drinne. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich mir auch, ne? Jetzt frage ich mich aber, warum will der 22.000? Ist doch nur zum Flexen da. Der will das nicht verkaufen, der will das ausstellen. 85 ist jetzt nicht die beste. Nur weil er ein gut erhaltenes SNES-Spiel hat, hast du irgendwie einige Nullen zu viel. Also 225 hier wäre voll gut. Goldwertung. Ja, okay, ist eine gute Meldung. Kaum zu bekommen. Aber ich, also, für ein Spiel. Klar, die anderen haben nicht schätzen lassen und sowas. Na denn. Verrückt. Verrückt! Game Boy neu. Oh je, wisst ihr, was beim Game Boy immer zählt? Dieses Linkkabelfach. Das ist einfach so ein Stöpsel. Wenn er raus ist, ist er raus und weg, ne? Auch gegradet. Ja, habt ihr zwar schätzen lassen, aber trotzdem ist es doch zu hoch, oder bin ich bescheuert? Da habe ich aber auch noch ein paar. Die gucken dann halt, dass es original ist und bestätigen das und sagen, wie gut die erhalten sind. Neuwertig. Sieht wirklich gut aus eigentlich. Meint ihr wirklich? Ich finde die Preise zu hoch gegriffen. Klar, super gut. Hat er dasselbe Spiel 100 Millionen Mal? Warum hat denn der Tomb Raider Legends für GBA 40 Mal? Ja, wurde geliefert, Anno Danomals. Paar-Version neu mit Folie. Release-Jahr. Ja, natürlich erst auf Lagen, als ob das Spiel häufiger rausgekommen wäre. Na, mach mal hier einen Punkt. Ne? Mach mal einen Punkt. Ist jetzt kein gefragtes Spiel. Da glaube ich, dass die ein gutes Rating bekommen. Ja, ich sehe jetzt hier die 100 Euro. Das wird da. Versucht er, ne? Er will irgendwas draus machen. Ich meine, würde ich genauso tun.
beeindruckend, das so zu sehen. So kommen die Spiele an, ne, am Release. Hat irgendeiner vergessen den Karton? Und so lag er dann rum. Verblüffend. Was? Aha. Der ist neu, ne? Der neueste Schrei. Ja, diese Information finde ich auch toll, ne? Hatte einer irgendwie... Was ist das? Was ist da an, Hassan? Hassan, sag doch mal, was kommt denn da? Hassan, sag doch mal. Sag mal. Also, ich kenne jetzt kein GBA-Spiel, was verbreiteter ist, was man eher... Also, da muss schon was verkauft worden. Was ist denn da los? 2006 war GBA halt schon abgelöst, möchte ich auch nochmal betonen. Weiß nicht, warum da irgendeiner 1000 Stück davon gekauft hat und jetzt nicht mehr los wird. Ja, das kann schon sein. Die Spiele bekommst du ja nicht mehr, ne? Das ist ja ganz klar. Vor allen Dingen neuwertig. WarioWare und SMB4. SMB4 habe ich mir damals einfach gekauft, ne? Und schmeißt du weg, ne? 48 Mann. Ach, Mann. Da hat die Bilder, Junge. Ich sag euch was, der wird seine Tomb Raider nicht los. Der sollte ich mal einzeln verkaufen, bitte. Habt ihr Bock, Tomb Raider Legends für GBA auszuprobieren? Ich würde mich wundern, wenn nicht. Hyperdunk selten. Pokémon Trading Card Game. Neuwertig. Das ist cool. Oh! Der gelbe Gameboy, mein erster. Gut, wir verlieren uns gerade, ne? Wir verlieren uns gerade. Ist ganz interessant, mal zusammen zu gucken. Gameboy Micro. Das ist was wert, ja. Gameboy Micro, mein Freund. Nicht, dass ich euch jetzt dazu verleite, euch 100 mal Tomb Raider zu kaufen, ne? Verpackung ein bisschen eingerissen. Stark. Da hätte ich ja fast Bock zuzuschlagen, ne? Das ist eine Seltenheit. Wurde nur einmal ausgepackt und betrachtet. Werdet ihr nicht mehr finden, wenn das Video online ist. Ich glaube, ich hole mir mal Wertanlagen. Ich muss auch an meine Altersvorsorge denken. Ich finde schon Sachen, wo ich mir denke, das kann ich in 20 Jahren fürs Zehnfache verscherbeln. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vielleicht kennt der eine oder andere die wunderbare Welt der übers Tisch ziehen nicht, aber ja, habt ihr vielleicht ein bisschen was gelernt. Random Video und haut rein. Ich hätte auch so aus Spaß mal geguckt, ob ich da jetzt ein Video draus mache oder nicht. Ist gehuppt wie geduppt. Tschüss mit Öst, tschüss Sikowski, bis morgen, bis dann und ciao. Bis morgen, bis immer.